Er ist 16 Jahre alt, er ist ehrgeizig und trotzdem bescheiden. Er ist Eisschnellläufer und derzeit top in Form. Ole Jeske. Mit 38,82 Sekunden verbesserte Ole seine Bestmarke über 500 Meter auf der Dresdner Eisbahn innerhalb von wenigen Tagen zu Beginn dieses Monats erneut und diesmal gleich um 35 Zehntelsekunden. Damit beweist der 16-Jährige, dass er bei den Junioren zu den Spitzeneisläufern in Deutschland gehört. Doch vor den Erfolg wird, wie so oft im Leben, die Arbeit und der Schweiß gesetzt. Ich bin eher so der Fan, der dann halt sich die Schlittschuhe selber schleift, statt mit einer Maschine wie mit einem Laser. So weiß ich praktisch selber, ich habe praktisch dazu was getan und dann kann ich nur auch sagen, bei einem Erfolg, ich habe allein dafür was getan. Daher ist die Vorbereitung, egal ob Training oder Wettkampf, ein ausschlaggebender Punkt. Naja, also jetzt gerade beim Schleifen geht es halt darum, die Oberfläche der Kufe hier so fein wie möglich zu bekommen, dass keine Kratzer sind, denn diese Kratzer bremsen natürlich auf dem Eis und da geht es halt darum, praktisch so fein wie möglich, dann bist du auch so schnell wie möglich sozusagen. Aber nicht nur das Sportgerät des Gymnasialschülers an der Dresdner Sportschule muss stimmen, sondern auch der Sportler selbst. Also ab in die Sportbekleidung, natürlich bereits im Bundesdress und schnellstmöglich ran an die Bahn. Dort am Oval steht bereits sein Trainer André Hoffmann. Der Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Calgary 1988 hält sehr große Stücke auf seinen Dresdner Schützling. Eisschnelllauf ist ja nur eine Ausdauersportart, wo viel Motorik verlangt wird. Also die müssen motorisch befähigt sein und da ist Ole einer derjenigen, die das wirklich richtig gut drauf haben. Nebenbei ist er noch ein fleißiger Trainierer, sodass dann eben auch richtig gute Zeiten rauskommen können. Über seinen Cousin kam Ole mit 5,5 Jahren zum Eisschnelllauf und diese Sportart hat den Musikfan des Rappers Contra K auch gleich fasziniert. Mir macht ja gerade am Eisschnelllaufen dieses Gefühl in der Kurve Spaß, wenn man sozusagen so extrem schräg liegt, extrem schnell. Und ich finde, das erreicht man ja gerade auf diesen 500 Metern, der kürzesten Wettkampfdistanz, wo man dementsprechend auch am schnellsten ist. Seit 2012 steht der Dresdner Rekordsprinter, übrigens auch Bahnrekordhalter in Dresden, über die 1000 Meter auch regelmäßig auf dem Treppchen bei nationalen Meisterschaften und dennoch ist der sympathische Sportler äußerst selbstkritisch. Ich bin jetzt ja noch Junior, durch viel Training, gerade so diese Überdistanzen, die man beim Training machen kann, kann ich ein bisschen mehr Wettkampfausdauer erhalten praktisch, die dann gerade, klingt paradox, praktisch auf dem Sprint ganz gut für mich sind. Und dann halt, wie gesagt, in erster Linie bei mir. Material kann man vielleicht noch ein bisschen was machen, aber hauptsächlich erstmal bei mir. Umso mehr ist seine Leistung hier auf der Eisbahn in Dresden wertzuschätzen, denn sie ist mit 333 Metern deutlich kürzer als Profibahnen, wie zum Beispiel in Berlin, wo Ole ebenfalls eine persönliche Bestzeit hingelegt hat und nach seiner Schulzeit wohl auch dorthin wechseln muss. Kontakt nach Berlin und zu den sogenannten Großen des Eisschnelllaufsports hat Ole auch schon geknüpft. Mit Vorbild Nico Ihle und auch mit Rekordläuferin Claudia Pechstein hat der Dresdner schon Kontakt gehabt. Zum Beispiel diesen Sommer war ich mit einem Trainingslager in Inzell, das ist in Bayern. Dort ist die beste Eisschnelllaufbahn Europas, sagen wir mal so, weil die sehr hoch gelegen ist, da lässt sich immer gut laufen. Und da haben wir sie halt getroffen und da war sie sogar mal auf unserem Balkon von unserem Apartment und da haben wir mal kurz mit ihr eine Viertelstunde geredet. Also ein gewisser Kontakt ist da, aber jetzt nicht, dass man sich dann jeden Tag über den Weg läuft und dann Hallo, wie geht's, sagt. Beim wöchentlichen Trainingswettkampf wird Ole Jeske auch immer wieder von familiärer Seite unterstützt. Mutter Ricarda drückt die Daumen, die selber vor der Karriere ihres Sohnes eigentlich gar keinen Bezug zum Eisschnelllauf hatte und selber auch nicht wirklich läuft. Es kommt dann einfach so, wenn der Erfolg sich einstellt oder wenn sie Spaß am Sport haben, dass man als Eltern mitzieht, sie fährt, ne? Sie unterstützt bei den Trainingsklamotten, ja, bei den Schlittschuhen, das ist einfach so. Mit seinem Trainingslauf gegen Langstreckenspezialist Julian Quester war er selber und auch sein Trainer André Hoffmann äußerst zufrieden. Da bleibt dann ja nur noch abzuwarten, wann Ole die nächsten Rekorde in Dresden oder auch anderswo purzeln lässt.